wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Gorgelweich. Wow, jetzt gibt's was Neues von Kreis Industries. Gorgelweich, eine Salbe, die man sich mit einem Druckschlauch direkt in die Gorgel spritzt. Dann kann ich auch wieder den Ministratengesang vollziehen und Pater Johnson verwöhnen, weil mein Kehlkopf wieder ganz schmeichsam und weich ist. Einfach den Schlauch einführen bis zum Knackpunkt und abspritzen. Jetzt neu von Kreis Industries. Ja, der Pater, der lässt sich halt gerne auch von schönem Ministrantengesang verwöhnen. Ja, ne? Ja, natürlich, ja. Mit ihren hohen Stimmen und so, das ist so ein Verwöhner, ne? Also so, der verwöhnt auch gerne mit Gesang. Ich komme wahrscheinlich in die Hölle, weil ich deine Zettelchen hier, mimen muss. Das ist ja nicht nur vorlesen. Bei mir hört niemand irgendwelche Zettel. Ja, weil du das ausfilterst. Aber Leute, hier kommt dauernd so eine Muskeltaube, so ein richtiges Gerät von Vogel vorbei und schmeißt die Dinger durch meine Fensterscheibe. Die kann so fest schmeißen, dass normales Papier meine Scheibe zerbricht. Ohne Stein, da steht da so eine Taube, weißt du, die hat so eine Narbe und so irgendwie so voll die dicken Flügel. So. Hat sie auch, ja, gut, dass du sie gut kennst, ne? Ja, schön. Schön. Hier ist ihre Nachricht. Der Zettel ist ganz weich, halt deine Fresse. Was? Schön, dass du die Taube so gut kennst, da merkt man, er kennt die Taube. Ja, Ruben Roman, Alter, hat gesagt, ich mach Posttaubentransformation. Ja, Ruben Roman, die Testotraube. Traube. Die Testotrauben, ey. Ich habe muskulöse Trauben. Die boxen mir immer von innen in den Magen. Aber ich habe jetzt mal diesen Trend ausprobiert. Testo oder was? Ja, den hier so Trauben einfrieren halt. Und weißt dann du? Lutschen. Und dann so ein Spritzer Zitrone und halt so ein Löffel Zucker noch so und dann verrühren. Ne? So nicht zu viel natürlich, weil die ja eh schon voller Zucker sind, aber einfach so. Und dann, ey, das ist voll geil, Alter. Das ist richtig nice. Kerne. Ist auch sehr erfrischend, oh, ist mir egal. Aber die kaust du mit? Ja, und? Das soll soll nicht so gut sein, dass man die kaut. Ja, soll. Weißt du, es ist wieder dieses kann zu eventuell... Sagt, wir haben bei Studien bei 6 Ratten festgestellt, oh, hier sind Blutflecken auf dem Boden. Flecken auf dem Boden, hä? Blutflecken. Jo. Klauen oder Traumverschlinger. Aber wir haben Schädel, ne? Im Notizblock. Achso, im Notizblock. Ich dachte, du hättest den Schädel gefunden. Notizblock, Schädel. Das könnte Clown sein. Ich habe nämlich vorhin auch hier wieder so Clownsmusik gehört. Oh, er will mich greifen, aber mein Armband hat gesagt, nein, ich mache Wahlgeräusche. Mein Polly Pocket Armband, also an der Beinen, oder was? 837. Ich habe auch da Pupp gefunden. Schweben. Er hebt die Puppe. Was? 837, also Partikelzähler 500 bis 1000. Ah, ist ein Traumverschlänger, glaube ich. Puppe werfen? Nee, erheben. Erheben. Ist ja ruhig. Weit haben wir noch nicht. Ah, ich glaube, das ist so ein Traumnuckler. Ach, jetzt habe ich das EMF hier hingeworfen. Sein Kinderspielzeug war ein Rechenschieber. Ist wahrscheinlich irgendwie so ein Bürokratenträumer. Ja, Finanzamt, das sind auch Traumverschlinger. Das sind, ja. Du sagst, oh, guck mal, ich könnte eine schöne Reise machen. Ich habe das erste Mal richtig Geld im Plus. Und dann sagen die, nicht haben, wir machen Vorausbesteuerung. Ah, ja, haben Sie schon mal was davon gehört, dass Sie Ihre Steuern vorher bezahlen müssen? Was, wieso das denn? Ich meine, ich habe das Geld ja noch gar nicht verdient. Ja. Aber du wirst. Wir haben gesehen, Sie machen Gewinne, deswegen wollten wir Ihnen die wegnehmen. Ich gehe mal mit dem Sprechmann rein. Och, ich keine.
Ich habe keine Sprechwerte. Keine Temperaturwerte. Timmy hat immer noch den Salbenschlauch im Hals. Was soll ich machen? Dem geht's echt nicht gut. Der wird so leicht bläulich. Ach, klein Timmy, der ist immer da. Der kommt abends in den Chat und sagt, wow, ey, ich verdiene bei Kreis Industries richtig viel. Mein Taschengeld ist voll aufgebürstet. Als Testmitarbeiter. Vom neuen Kit-Programm. Was war das? Ich habe ein Geräusch gehört. Oh nein! Er hat als Kampfkinderraucher bei euch angefangen, in der Marlboro-Forschung. Oh nein, er hat die Tür zugemacht. Oh, er wird uns snackedudeln. Er ist gelb. Gelb? Bist du das? Ach nee, du bist das. Ich dachte, er rennt da so von rechts nach links oder so durch die... Ich höre den Nonnenchor Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Nonnenchor. Der Nonnenchor. Spielt doch wieder einer die Bratsche in der Ferne. Ja, irgendwo. Bartha ist wieder unterwegs. Die Blutbratsche. Die Blutbratsche. Mit der dämonischen Blutbratsche spielt er. Aber ich hab hier kein Knurren, kein Heulen. Willst du mal mit dem EMF rumlaufen? Ich kann den hier hinschmeißen. Ich hab den noch in der Tasche. Weil ich die ganze Zeit nur einen Temperaturcheck mache. 2-1. 2-1. Brauch ich mal einen Spiegel oder sowas? Überall ist Wasser an. Macht das der Geist? Ich hab nirgendwo Wasser angemacht. Er ist irgendwo bei einem Heizkörper. Und Vorhängen, da steht da rum. Ah, hier ist ein Heizkörper. Aber kein Geist. Oh, ich hab 4-2. Da war er doch eben. Wo denn? Oben? Ne, unten. Ah, er zieht mich! Wohin? Nach oben? Er hat mich nach oben in die Müllsäcke gezogen. Ich hätte eben 4-1, 4-1. Der hat mir meine Sachen weggenommen und jetzt weiß ich nicht, wo die liegen. Ist immer noch irgendwo bei so einem Fenster und guckt raus und beobachtet die Nachbarn. Hier wahrscheinlich. Hier ist ein Vorhänger und ein Heizkörper. Nee, die sind mir zugezogen. Jetzt ist er irgendwie in so einem Zimmer, wo ein Teppich an der Wand hängt. Oh, meine Silberbombe liegt hier zum Glück noch rum. Ich hab nichts zum Verteidigen. Er ist lila. Wehren ab, schmeiß was drauf. Silberbombe. 3 anscheinend. Ja, frisst mich. Ja, hab mich gegessen. Ey, mehr abwehren konnte ich nicht. Das war alles, was ich hatte. Ja, aber ich glaube, es ist eine 3. Aber er war so, oder Magenta war er eher, oder? Ich weiß es nicht, du hattest das Thermometer. Was ist denn Magenta Clown, ne? Magenta Clown? Oder ein Magental Clown? Die sind besonders nett zu Herren. Also ich würde sagen, es ist ein Clown, also so Magenta-mäßig. Na, es war auf jeden Fall eine 3. Passt jetzt eine 3 rein? Nee. Doch, er ist ein Clown. Dann haben wir hier eine Clownsnase. Clown? Jetzt wissen wir nur nicht, ob wir wegen Brett oder Rundfunk bräuchten. Rundfunk macht eh nichts. Verändert eh nichts. Also wir bräuchten eigentlich noch den Namen. Oder wir raten. Say my name, say my name. Clown Senior ruhig vielleicht. Alter, die haben mich eben richtig umgeboxt, die Seelenfragmente. Oh, ne, war falsch. Dann muss er ja alt sein, oder? Alter Clown? Clown alt ruhig, es bleibt nichts anderes übrig. Dann probier's, entweder wir verkacken's episch oder... Nee, warte mal, hä? Clown alt ruhig, Daten hochladen? Ja.
Na, so ruhig kam der mir aber jetzt auch nicht vor. So, dann nehme ich mal eine Goldbombe. Ich lebe mit. Wieder! Oh, ich habe eben gerade Clownsgeschrei gehört. Was passiert? Alter! Im Bus? Bist du tot? Der hat mich im Bus hat er mich geschockelt! Wow! Was braucht denn so ein Clown? Ein Kolben, Alter. Ja, hier, so ein Aschekolben, so ein dreckiger. Plasma-Absorber. Ah, Vorsicht, du brauchst hier so eine Tiki-Fackel, damit kannst du die Ballons wegbrennen. Nimm Gold mit. Dann Lichter einschalten, goldene Bombe. Wo ist denn der Clownsack? Clowny. Boah! Da saß er auf dem Boden, ne? Der ist fies, ne? Clowns sind richtig fies. Er war ein Clown. Oh nein, er macht wieder irgendwie die Reise nach Wisconsin. Ja, macht Wisconsin Hosi. Ist er bei dir? Weiß ich nicht. Ich höre seine Schritte, ich will ihm... Ah! Nimm die Asche! Er blockiert die Tür. Kolbenisen noch. Und ich habe ihn gekolbenized. Hier, Laserbeam. Oh, ich bin aus dem Fenster gesprungen. Wirklich jetzt, von unten. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Okay, ich habe ihn gekolbenized und absorbiert. Ich muss erstmal hier... Jetzt läuft von Kreis Industry, kolbenized. Wow, Pater Johnsons Kolben, der funkelt ja bei Nacht. Er schlägt Funken. Jetzt die Goldbombe und dann musst du ihm auf Hebräisch was aus dem Zauberbuch vorlesen. Aber Notizblock fotografieren würde noch gehen für easy 50 Dollar. Was kriegt er jetzt? Jetzt mach ich. Fünf Lichter und eine Goldbombe. Ja. Oh, der will dich. Alter! Ja, hat gesagt, it's personal. So schnell kriege ich keine fünf Lichter an. Schnell durchrennen, Lichter anmachen. Ich hau ab. Ich renne in den Bus. Der hat dann wieder diese fiesen Balloons. Der hat mir meine Bombe aus der Hand geworfen. War's das? Nee. Oh! Klon! Was machen wir denn? Mach mal Tür zu. Tür zu. Oh, er geht einfach durch die Tür. Ich will schmeiß irgendwas anderes werfen. Drauf. Keine Ahnung. Hier, Bäckel Salz. Ah. Boah. Ich muss die Goldbombe schmeißen. Au. Vorsicht. Ja, der macht Lach. Auf deine Kosten. Clown ist ultra asozial. Er macht ja schon wieder einen Angriff. Ja, du kommst gar nicht dazu... die Lichter anzuschalten. Ich mache hier gerade panisch überall Licht an. Es kommt er mit dem Eiswagen. Ich habe so viel Licht angemacht, aber ist immer noch nicht genug, oder was? Oder war Licht schon Licht erledigt? Boah! Nee, jetzt muss es aber an sein. Boah! Oh mein Gott! Alter, war das eben heftig. Womit kann man die Lichter ab, die Ballons abwehren? Fackeln. Muss ich auch mal so eine Tiki-Fackel kaufen, ne? Die sind ja nicht so teuer. 30 Tiki-Dollar. 30 Tiki-Takas. 5 Lichter einschalten ist erledigt. Jetzt muss ich ihn Gold bomben. Hast du eine dabei? Ich habe eine dabei, ja. Und danach, Zauberbuch. Hast du das auch dabei? Weil hier ist keins im Van. Guck mal, wie er wegrennt, wie ein Idiot. Hast du das Zauberbuch vielleicht vorhin schon geschmissen? In der Panik? Nee, ich hatte gar keins in der Hand. Weiß nicht, wo das ist. Ich habe kein Zauberbuch. Weil normalerweise liegt ja hier immer eins. Warte, ich hole eins. Alter, das ist teuer. Hier hast du eins.
glaube, das Zauberbuch musste man irgendwie schmeißen dann, ne? Mit rechts nicht so abgeben, sondern... Es fehlen auch noch Sachen, ne? Wir haben hier Maske und Traumfänger, aber keine Uhr. Wow! Guck dir das an, wie er da... Ja, lies und jetzt alle Wasserhähne zudrehen, was auch nochmal eine Mammutaufgabe wird. Ach du meine Kacke. Ich geh unten, du oben. Fallen wir uns auf. Fackel hilft aber gegen ihn, oder? Ja, und macht ihn auch nicht hasserfüllter. Okay. Beleidigt auch nicht seine Mutter. Ihr habt mich beschwichtigt mit dieser Fackel. Ohne meine Mutter und meine Ehre zu verletzen. Also ich höre hier oben keinen Wasserfall mehr, Dings. Und wenn du hier Ding siehst, ne? Ich höre hier unten noch was. Wenn du Item siehst. Ja, das war's. So, heiliges Feuer. Erledigt. Christusstatue. Oh, ich muss raus, ey, ich hab nichts mehr. Dann hol dir mal schnell ein bisschen Jesus. Ich hol mir Jesus und ich hol mir nochmal ein paar Tabletten. Das erinnert mich schon ein bisschen an meine Zeiten mit dem Pater. An meine Ministrantenzeit. Ich höre ihn irgendwo. Au. Ich bin ja schon wieder fast tot, ey. Ja, der ist ziemlich aggressiv. Ja, diese Kackballons halt, ne? Naja. Ich hol mir mal noch eine neue Fackel. Ist auf jeden Fall noch... Wow! Boah. War er da, oder was? Ja, ja. Er hat mich gejolly jumpert. Er ist hier gerade hochgerannt irgendwo. Oh, jetzt hat er mich mit einem Partymesser abgestochen. Nimm Jesus! Nimm Jesus! Clowns hassen Jesus. Na, Jesus selber. So, und jetzt brauchen wir noch die Taschenuhr und den Schädel. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Auf jeden Fall erstmal Pillen gönnen. Oh. Ich brauche eigentlich ein Medikit. Ich bin schon richtig red-zoned, Alter. 60 hast du hier. Siehst dein Leben. Jeder Ballon macht 10 Schaden. Okay. Ich kaufe wieder Radar, oder? Ja. So, was brauchen wir? Schädel und Uhr. Shuttle. Shuttle ist 17 Meter. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Aua. Alter, er macht immer diese Clowns-Attacken, wo er so angearmt. Boah! Ich hab einen Ballon im Gesicht. Hilfe! Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin tot. Er hat mir den Schädel runtergebissen. Au! Ach, du hast keine, ich hatte eine dabei, aber die habe ich eingesetzt. Und dann hat er aber gesagt, ja, ich mach trotzdem noch weiter. Ich habe nämlich Bock auf dich. Oh nein, er macht den Wisconsiner Rider. Ja, macht einen Wisconsin Ride-Along. Clowns sind bösartige, ekelhafte Kreaturen aus der Anderswelt. Er war schon immer anders, mein Sohn, sagen die Eltern. Mein Sohn war schon immer ein wenig anders. Aua. Oh. Nimm Jesus. Was? Er nimmt Jesus Boah. Nicht. Doch. Sah aber so aus. Oh, er ist hinter dir. Oh, jetzt musst du raus hier, du musst raus. Ich bin ballonisiert. Ja, bleib stehen. Du rennst gegen die Tür, Mann. Nimm Jesus. Ich hab Jesus! Renn! Renn raus! Es knallt! Er macht die Tür zu! Renn! Er hat ein Messer! Ich kann nicht mehr rennen! Ich bin zu langsam! Deine Brüste sind zu schwer! Aber ich war doch so hart im Fitnesscenter! Oh nein! Er hat dir den Jesus aus der Hand gekickt! Er hat den Jesus genommen!
Boah, Alter, eigentlich musst du mit zwei Fackeln rein. Gesundheit 20%. Uff. Kein. Da drin geht's ganz schön ab, du, ne? Alter, der ist Clown ist richtig schwer, ne? Ja, Clown, klar, natürlich ist ein Clown. Das Einzige, wenn man ihn bezwingen kann, ist an seine Minderwertigkeitskomplexe appellieren. Was muss ich ihn runtermachen und sagen, du bist klein und hässlich. Deine Mama liebt dich nicht, deswegen bist du hier auf der Erde gestrandet. Ja. Alter. Was war das denn? Hast du die Items gefunden? Eins, ja. Es fehlt noch der Shuttle oder was? Alter, wie er hier wieder seine Sportübungen macht. Vielleicht der Plasma-Absorber oben. Die folgt dir bis in den Bus. Wieso kann man nichts machen? Das Clown-Fähigkeiten. Achtung, er macht direkt einen Ballon. Schnell, schnapp dir die Fackel. Da vorne liegt die Taschenuhr. Ich dachte, vielleicht kann ich sie auf ihn werfen, so. Wo liegen denn die ganzen Items? Da, alles liegt da. In der Ecke. Boah, der ist zornig. Ah, nur noch der Schädel. Den muss ich jetzt noch finden. Dann kannst du ihn dolchen und dann haben wir unseren ersten Clown im Sack. Wo ist der Schädel oben? Weiß ich nicht. 6 Meter, 5 Meter. 4 Meter. Er zeigt hier unten die ganze Zeit 4 Meter an. Das heißt, er muss oben sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh Mann, jetzt macht er wieder den Wisconsiner. Jetzt gehe ich erstmal zur Tür. Ich gehe mal oben. Ich bin auch geslowt. Das ist richtig ekelhaft. Ich gehe mal oben gucken. Oder oben sind auch Balloons am Start. Hab ihn oben, ja. Er ist oben. Oben rechts, links, Treppe hoch. Andere Richtung, genau da und dann direkt rechts die erste Tür auf dem Schreibtisch. So, jetzt raus hier. Oh, Ballon, Fackel wechseln. Muss ich dir bitte die Fackel rausschlagen? Ich kann sie nicht aufheben. Ducken, ducken. Ja. Renn. Los, aktivier die Fackel, renn raus. Boah. Jetzt Dolch. Und dann Abflug. Nochmal eine Fackel gönnen. Boah, du hast keine Psyche mehr, ne? Ja, boah, aber nochmal 200, Wenn du so einen Nervenzusammenbruch bekommst. Es ist immerhin Clown der Stufe 9. So, warte mal, Schädel, Fackel, der Dolch ist dann weg. Genau, ja. Ich kann halt nicht alle Items nehmen. Tja. Einfach hinwerfen? Ja, genau. Jetzt raus aus dem Ring und die Items schnappen. Schädel, Maske, Rose. Maske. Nächstes Item schnappen. Jetzt habe ich die Uhr hier. Da hinten, Uhr. Nice, nächstes Item schnappen. Warte. Oh, der hat da seinen Ring noch gemacht. Schädel. So, es sind ja nur noch da vorne auf der Seite. Du kannst aus dem Eck eigentlich raus und runter auf die Treppe dich stellen. Da, ich sehe es nicht. Ja, Traumfänger. Und jetzt nur noch La Russe. La Rosebud. Jetzt muss ich nur noch Rosebutton. Komm, Rosebutton, ey. Ja. Oh. Alter, war das ein Furzgeist, ey. Clown ist furzig. Clown ist teuer vor allen Dingen, Alter. Machst du nur Minus. Na, was denkst du, was ich jetzt mache? Wahrscheinlich ziehen die mir was von der Geistermonage ab.
Ich hab ihm den Ball in seine Fresse geworfen. Boah, was hast du bekommen? 2,5. Alter, guck mal, das ist schon gut. Ich hab grad mal 1,3 bekommen. Ich hab wahrscheinlich schon 1000 nur für die Pillen ausgegeben. Na, aber dafür hast du jetzt einen dicken Boost. Bist du schon Level 21? Nee. Ich hab 1000 Erfahrungspunkte bekommen nur. Dann wahrscheinlich 2000. Ja. Boah, Ahnung. Leute, so ein Geist ist halt eine wilde Angelegenheit. Boah, da zahlst du drauf. Ein wilder Clown, ja. Ja. Der war sieht man jetzt ordentlich unten im Keller? So einen schönen Bebutter. Ja, klar. Ja, guck ich mir mal an. Du hast ja auch so Methoden, die jetzt zu quälen, ne? Weil du hast ja gesagt, du machst die Qualforschung da unten. Ja, wir wurden echt auch lange nicht mehr gezogen, seit wir die Armbänder haben, ne? Von Kreis Industries. Ja, guck mal, da steht er jetzt drin in seinem Container. Das arme Ding. Da hinten fehlt uns noch irgendwo einer. Es fehlen uns noch einige. Was gibt's denn noch alles? Uns fehlt... Haben wir ein Wendigo? Nee. Wendigo haben wir auch noch nie gesehen. Und ein Babadook haben wir auch nicht. Uns fehlt Wendigo, Babadook und Bloody Countess. Und dann fehlt uns eine eiserne Jungfrau und ein schwarzer Tod. Und eine Marionette haben wir. Haben wir eine Marionette? Doch, eine Marionette hatten wir, glaube ich, einmal. Na, hier haben wir alle. Hier haben wir auch alle. Na, müssen wir halt mal hier. Ich hätte gerne mal so ein Wendigo. Ich weiß gar nicht, wie das Vieh aussieht. Oder so ein Rhabarberduck. Ja, und hier kommen dann bald ja neue, weil hier ist ja bis jetzt nur Eisern Jungfrau und Schwarzer Tod. Level 30 Geister. Boah, es dauert noch eine ganze Weile, bis wir Level 30 sind. Das ist echt sweaty. Das ist sehr sweaty, das Game. Aber da musst du schon, wie bei Phasmo-Turnier. Was öffnet sich hier noch für einen Sextunnel? Ich weiß nicht. Turnierwürger. Ein Turnierwürgen unten am alten Glory, am Heiligen Loch. Am Heiligen Loch Dienstag haben wir Turnierwürgen aus. Turniermelken, Alter. Heiligen Loch Dienstag. Feiert man doch in deiner Region, ne? Ja. Holy Hole. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Düdelüdel.